Auf der Oberbaumbrücke werden mal wieder Graffiti entfernt. Das Ausmerzen unerwünschter Tags mit Hochdruckreinigern und Chemikalien kostet die Stadt jährlich zweistellige Millionenbeträge. Doch Street Art muss nicht zwangsläufig aus der Spraydose kommen. Es gibt auch Kunst im öffentlichen Raum, die man mit einer einfachen Schere entfernen könnte. Es gibt halt sehr viele verschiedene Wörter dafür. Manche nennen es Guerilla Knitting, manche nennen es Street Art Knitting oder was gibt's noch? Yarn Bombing. Genau. Und wir haben unseren eigenen Begriff entwickelt, und zwar Wooliganism. Also aggressiv, aber halt eigentlich einfach nur mit Wolle und ganz weich und kuschelig. Und natürlich darf es auch politisch sein. Wir haben da keine konkreten Regeln, dass es politisch sein muss oder nicht politisch sein muss. Aber generell geht es eher darum, dass wir halt Spaß zusammen haben, dass wir zusammen was stricken und das zusammen anbringen und dass Leute das sehen und lächeln und das gut finden und mit denen irgendwie einen schönen Tag gemacht haben und uns nebenbei besser kennengelernt haben und was dazugelernt. Also, politisch sind sie bisweilen trotzdem. Etwa, wenn sie am 1. Mai gestrickte Molotow-Cocktails am Kotti aufhängen. Doch meistens begegnet man der gestrickten Kunst im tristesten Alltag. Also am meisten hängen wir in der U-Bahn auf, weil es eigentlich ein Ort ist, an dem innerhalb von ganz wenig Zeit total viele Leute kommen und sich das angucken können. Und wo die Leute eben auch ganz oft deprimiert nebeneinander sitzen und so gar nicht richtig ihre Umwelt wahrnehmen. Und wenn man die dann verändert, ist es immer total spannend zu sehen, wie die Reaktionen so sind. Sympathisch, trutschige Heimeligkeit zwischen Omas Stricknadeln und dem hauseigenen Block. Panikstricken sind nur eine der zahlreichen Gruppen weltweit, die sich dem Urban Knitting widmen. Doch während andernorts Wettbewerbe veranstaltet werden, wie der Textile Outer Award der Künstlerin Silke Bosbach, geht es den Panikstrickern, ganz Berlin-mäßig, nicht um den harten Wettbewerb, sondern um Lebensqualität durch Stricken. Generell haben wir immer Ideen, ein Projekt, und dann planen wir das und dann stricken wir alle zu Hause unsere Sachen und treffen uns dann und gucken, wie das zusammenpasst. Und manchmal passt es, manchmal nicht. Aber auch wenn es nicht passt, es funktioniert irgendwie. Eine Aktion findet statt auf einem Spielplatz am Prenzlauer Berg. Um anonym zu bleiben, tarnt sich die Gruppe mit selbstgestrickten Bärten. Es ist unsere Art und Weise, anonym zu bleiben. Bei uns ist es halt alles gar nicht so ernst und deswegen machen wir das mit einem Bart. Und, ja. Ich finde, es sieht auch sehr witzig aus, wenn wir hier immer rumstehen mit unseren ganzen Wollbärten und die Sachen anbringen. Street Art macht die Stadt bunt und in diesem Fall sogar flauschig weich. Kein Hochdruckreiniger gefährdet die Wollwerke, sondern Witterung und Souvenirjäger. Doch es ist der Weg und nicht das Ziel, der die Strickkünstler antreibt. Also ich würde das jetzt nicht so als galeriemäßige Kunst bezeichnen und auch eigentlich nicht als Street Art besonders, aber das ist auch sowieso etwas, das andere Leute eher entscheiden als wir, glaube ich, ob das jetzt Street Art wird oder nicht. Stimmt.